Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zum 14. Heavy Rain Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's direkt weiter mit Folge Nummer 14. Gestern kam Folge Nummer 13 online und ich habe mir gedacht, heute kommt mal direkt die nächste Folge, Alter. Ihr habt so Bock auf dieses Spiel, ich sehe es an eurem Feedback. Das ist momentan das beliebteste Spiel auf dem Kanal, das steht außer Frage und es ist auch übertrieben heftig, Mann. Das muss man jede Folge erwähnen, Alter, ohne Witz. Ja, letzte Folge war echt krank, Mann. Wir mussten eine richtig krasse Entscheidung treffen. Ich will es noch nicht spoilern, wer die Folge gestern noch nicht gesehen hat. Die Entscheidung war echt heftig da gewesen, ne? Ja, ich sag nur Tod oder Leben, ne? Das ist schon heftig. Und ja, dann, boah, was gestern noch passiert ist, wurden wir da entführt von diesem einen, der aussah wie der Veranstalter von Saw, wie Jigsaw sah da aus, ey. Hat uns fast in die Finger bekommen und dann kam ein Gottesanbeter, oder wie Zeuge Jehovas, genau. Und der hat dann dafür gesorgt, dass wir noch rechtzeitig entkommen konnten. Und ja, genau hier machen wir jetzt weiter. Wir haben eine Adresse von irgendeinem Club herausgefunden. Und jetzt sind wir wieder dieser eine Bulle, der diese Brille aufhat. Und der ist jetzt zu dem Ort hingefahren, keine Ahnung, wo das jetzt ist, der Mad Jack heißt, die Mission heißt so. Und da stürzen wir uns jetzt rein, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Donnerstag, 14.18 Uhr, 88,95 mm. Was ist das jetzt für ein Ort, frage ich mich, Alter. Wo fährt der hin? Boah, der hat auch irgendwie so, kann auch der Killer sein, Mann. Das ist so schwierig, es einzuschätzen, wer es sein könnte, ne? Das ist echt nicht mehr normal, Mann. Aber er hat seine Brille dabei, Alter. Die Brille aus der Matrix. Stell mal vor, jetzt erfahren wir einfach, dass er der Killer ist. Stellt euch das mal vor, hier bringt er seine ganzen Leute um oder tut die erstmal aufbewahren und packt sie dann in diese Gullideckel. Stell mal vor. Ah, wisst ihr, wo das ist? Ist das nicht, wo wir das Auto letztes Mal abgeholt haben? Nee. Hey, Weißbrot. Oha. Was willst du denn hier? Wer ist das denn? Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut machen. Der labert scheiße, wie der redet allein schon. Ich will mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben? Wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Boah, wie der mit uns redet, Alter. Wenn ich FBI-Bulle wäre, ich würde den erstmal direkt paff, paff auf den Boden ausnocken, Digga. Was ist das für ein Zeichen, Alter? Ach so, die Brille. Ich dachte, wir können jetzt zu dem hingehen, dem eine geben, ey. So, jetzt sind wir wieder in der Matrix. Aber wie geht das denn nochmal? Jetzt können wir... Oha, Alter, hier sind überall Fußabdrücke. Ey, das ist so krank, diese Brille, ne? Gucken erstmal hier ein bisschen rum. Vielleicht Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Boah, jetzt geht's hier los. Wieder auf CSI-Detektivspur, Alter. Horatio Kane mit seiner Brille, ja. CSI Miami. Au! Blut. Warum ist hier Blut? Hier ist irgendwas vorgefallen, Alter. Ich will nur nicht mit der Sprache rausrücken, ey. Ich glaube, wir dürfen uns ja hier umsehen, ne? Das dürfen wir ja machen. Schauen mal hier nach. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Der Kunde. Alter, das ist nicht normal, ne? Hier ist, glaube ich, nichts Brauchbares zu sehen. Hier nochmal ein Fußabdruck. Oder was ist das denn? Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Mad Jack, Alter. Wie ist denn dieser eine... Mad Max hieß der Film, genau. Das sah erstmal aus wie Mike Tyson, Alter. Also ich denke mal, wir können erstmal hier ein bisschen reingehen und hier mal nachschauen. Hier ist wieder Blut, Alter. Guck mal, wie viel Blut hier ist oder lag. Wurde jemand umgebracht. Blutgruppe A+. Wer könnte hier gelegen haben, Mann? Was ist passiert, ey? Und wir gehen mal weiter dieser Spur nach. Guck mal hier, wir gehen die Spuren weiter. Wo führen sie hin? Hier weiter. Hier ist ein Reifenspuren. Wir gucken mal nach. Vielleicht sind das ja die Spuren von dem Wagen, den wir benötigen. Schau mal nach. Nee. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. Ja. War das Auto des Mörders hier? Vielleicht ist das der Wagen. Habt ihr gesehen? Es kann echt gut sein, dass das der Wagen ist, Mann.
ist das denn für ein Dings hier, Alter? Warum dreht sich die Kamera mal nicht? Hier. Ein paar blaue Farbspuren. Die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Zäh. Hä? Die Musik hat auf einmal auf. Habt ihr gehört? Musik ist auf einmal weg. Und was haben wir denn hier Schönes auf dem Tisch? Da liegt da was. Was ist das denn? Eine Lampe? Fingerabdrücke von irgendeinem Typen, den wir nicht benötigen. Jackson Neville. Warte mal. Hier war das Auto. Was nützt uns, wenn wir wissen, dass das Auto hier war, wir es aber nicht finden? Boah, gerade bin ich richtig am Arsch hier, Alter. Ich weiß nicht, wie wir weiter vorgehen sollen, ey. Wir wissen, dass das Auto hier irgendwo lag. Vielleicht haben wir hier irgendwas in der Ecke. Da haben wir wieder was. Wieder Schraubenschlüssel. Fingerabdrücke. Ja, wieder Mad Jack. Das ist alles nur dieser Mad Jack. Der hat bestimmt mit diesem Wagen irgendwas angestellt. Den verschrottet oder so. Will ich mit der Sprache rausrücken. Hier ist irgendwas Dickes am Laufen, Alter. Aber irgendwas richtig Dickes. Guck mal hier vielleicht auf dem Teil hier. Da, guck mal nach. Guck mal hier auf dem... Ja, guck dir das mal an. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Was willst du mit Orchideenpollen? Wir gehen jetzt mal raus auf den Schrottplatz, Alter. Ich denke mal, hier haben wir jetzt alles so gut wie abgesehen. Voll scheiße, dass der noch so langsam gehen kann, Alter. Der geht ja echt in Zeitlupe, als wären wir in der Matrix hier. Wir sind ja auch in der Matrix mit die Brille. Mit der Brille, mit die Brille. Der, das, die, was, wie, was, wo, Ananas. So. Jetzt schauen wir uns mal hier. Sie haben mich, Officer. Ich packe aus. Den Wagen, den habe ich ganz neu lackiert. In leuchtendem Dangerous Blue. Passend zu dem miesen Scheißkerl, dem er gehört. Ah, ja. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön. Was machen wir, Leute? Wir müssen richtig reagieren jetzt. Da liegt so ein Ding. R1. So. Ei, ei. Boah! Meine Batterie ist leer, Alter! Was soll ich drücken? Ey, wenn jetzt mein Controller ausgegangen wäre, Alter, ich würde aus, wäre ausgerastet. Links! Dreieck! Oh, shit, Alter. Digga, das ist doch ein Monster, der Typ, Mann. Ich würde wegrennen vor dem. Guck mal, was das für ein Breitling ist. Triffst du nicht einmal mit dieser scheiß Stange? Oha! Junge, riecht wie in der Matrix. Oh nein, wie in der Matrix. Runter! Boah, diese Animation, die machen richtig Bock, Alter. Dreieck, 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 Dreieck. Nimm die Waffe, nimm die Waffe, nimm die Waffe. Schnell, schnell, schnell. Fuck, da kommt er. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt kannst du nichts machen. Was willst du jetzt machen, hä? Nicht, dass dann irgendwelche Klumpen... Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Beeindrucken, hartnäckig bleiben. Schlagen, wir schlagen ihn mal. Du hast mir meine Nase gebrochen! Ja. Als nächstes ist dir Schädel dran. Na los, raus damit! Das ist die einzige Methode, ey. Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Benzin, hartnäckig bleiben. Hartnäckig bleiben. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Jack. Ich will wissen, wem der Wagen gehört. Was du willst, ist mir scheißegal. Ich singe nicht. Du solltest mich jetzt lieber einbuchten. Wir tun ihn mal beeindrucken. Bist du jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein. Ha? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Oh nein. Oh nein, nein. Ist er nicht jetzt. Fuck. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey. Hast du ein Problem oder was ist los? R1. Oh fuck. Was? Oh. Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Oh nein, Alter. Fuck.
Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Drogenproblem, 007. Oh. Dauerhaft. Junge, 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 Alter, ey, was geht hier ab? Ey, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, der hat uns einfach ins Auto gepackt, der dreckige Spasti, Alter. Was machen wir jetzt runter? Ja, super. Hupen hilft dir jetzt viel. Oh mein Gott, da hinten ist so eine Schrottpresse. Wir müssen irgendwie weg, was machen wir jetzt? Dreh dich mal um, nach links vielleicht, da ist nichts. Rechts ist ein Handschuhfach. Da kommen wir nicht dran mit den Füßen. Oh, 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 da, da. Vielleicht ist da ja ein, da ist die Waffe drin. Boah, macht der Fußball richtiger Ronny. Fuck, 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 was machen wir jetzt? Die Waffe rollt rüber. Schießt, schießt sie ins Dings. Oh Gott. Schießt die Kugeln auf. Oh, 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 das wird richtig knapp werden. Sauber, sauber. Und jetzt renn weg, renn weg. Digga, was soll ich hier machen? Oh mein Gott. Eieiei. Ey, der ist jetzt tot. Es sei denn, wir kommen hier noch raus, Alter. Schnell, 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 schnell. Alter, fuck, Mann. Dreck, 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 dreck. Komm, 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 komm. Alter, wie knapp das war. Ich würde mal gerne wissen, was passiert wäre, wenn wir nicht uns befreit hätten, Mann. Oh, hoch! Was passiert eigentlich, wenn man sich hier verdrückt? Das würde ich mal gerne wissen. Stirbt der Typ oder fängt das nochmal von neu an? Ich glaube, der ist dann wirklich tot, wie bei Until Dawn. Hä, wo ist der hin? Oh mein Gott, der kommt wieder von hinten. Digga, Alter, nur weil der jetzt ein scheiß Drogenproblem hat, Alter. Der muss aufhören damit. Jetzt Konzentration, Leute. Oh, ist das für ein Wuf? Oh nein, ich hab mich verdrückt. Scheiße. Einmal darf man sich bestimmt verdrücken. Das kann ja wohl nicht schlimm sein. Jetzt gib ihm den Fuß. Oh, ist das für ein Move, Alter? Ich hab's sogar richtig gemacht. Oha! Nein, nein! Runter! Komm runter, Peter! Digga, was für ein Kampf hier, Alter. Richtiger UFC-Fight. Komm, Straßenkampf! Sauber. Verworfen. Nicht gut. Digga, du willst doch nicht ernsthaft den packen, Alter. Der gibt dir eine Bombe, dann liegst du. Das tut dem gar nicht weh. Ach du Scheiße, Alter. Hoch. Digga, du bist vom FBI, Mann. Nimm den auseinander, Mann. Du musst doch ein paar Moves drauf haben, ey. Wie Mahone aus Prison Break. Der hat sie auch alle gebumst und war nicht der Breiteste. Der wird ihn jetzt ausnocken wie sonst was. Eieieiei. Digga. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh nein, lass sie nicht überfahren. Was machen wir, Leute? Runter, 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 hoch, 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 hoch. Scheiße, 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 scheiße. Das ist überhaupt nicht gut. Egal, wir sind noch im Rennen, wir sind noch im Spiel. Gleich liegt der unter dem Wagen, Alter. Komm, das packst du, Mann. Komm, 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 komm. Alter, das ist ja mal ein krasser Fight hier, ne? Egal, wir packen das, Leute. Wir packen das gemeinsam, gemeinsam. Komm, Kreis. Viereck. Digga, Mann. Alter. Dass der Typ uns nicht einfach umbringt, ne? Da haben wir echt verdammtes Glück, Mann. Der will uns lieber leiden sehen. Ich merke das schon. Das ist so ein Spaß, der einen leiden sehen will. Ja, Mann. Der bleibt da hängen. Das gibt's nicht. Was haben wir für ein Glück gehabt? Was ein Glück haben wir gehabt, Leute. Seid mal ehrlich. Boah. Verdammt nochmal, haben wir jetzt gerade ein Glück gehabt. Aber der meint ja gerade irgendwas von diesem Paco Blue Lagoon. Und das ist der Club, wo wir auch mit dieser Frau hingehen sollten. Vielleicht kommt das da jetzt. Ne, jetzt spielen wir erstmal diesen Detektiven hier. Sie haben einen Bonus freigeschaltet. Adios, Mad Jack. Mad Max Fury, Alter. Der Film war im Kino, ich fand den nicht so cool. Von den Effekten auf jeden Fall cool. Der hat aber zu viel Oscar, meiner Meinung nach, bekommen. Donnerstag, 16.30 Uhr, 93,27 mm. Der ist, glaube ich, wieder in seinem Büro hier mit der jungen Dame. Puh. Mann, 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 ey. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie
meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Wie Michael das Scofield. Gar nichts. Michael Scofield auch Origami. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Oh, je, je. Nur zu. Jetzt geht's aber ab. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Vielleicht kann man jetzt auch dieses Spion machen. Kennt ihr das, durch Schlüsselloch schauen? Ja, was macht ihr da? So, jetzt kommen dicke Rühreier. Das ist das Einzige, was ich auch kochen kann. Rühreier und Miracoli. Jetzt gönnen wir dir erstmal schön. War voll korrekt von dem Typen, dass er die einfach mit nach Hause nimmt. Schön für sie was Leckeres kocht. So muss es sein, Alter. Das ist ein Gentleman, ey. Eieiei. Boah, ey. Also ich glaube, also ich habe gehört, man kann ja auch wirklich in dem Spiel sterben mit seinem Charakter. Also wir hätten gerade quasi sterben können, wenn wir nicht da rausgekommen wären, Alter. Zum Glück habe ich direkt nach rechts gegriffen, Alter. Da standen ja noch andere Sachen, ne? Junge, 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 war das knapp. Ah ja, Controller drehen, 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 drehen. Kannst du mal dicke Rühreier. Ey, die duscht schon. Ja, sieht ja sehr, sehr appetitlich aus, ey. Richtig appetitlich. Man muss die Rühreier aber auch schön öfter mal rühren, ne? Der heißt ja nicht umsonst Rühreier. Also ich rühre die ganze Zeit, damit ich da keine dicken, wie heißt das da, diese Knollen da bekomme. Nein. Bist du blöd? Ist der dumm, Alter. Der soll nochmal drauf tun, Alter, meinte. Die sind noch gar nicht fertig. So, noch ein bisschen rühren. Ja, aber wie soll ich denn wissen, wie viel Zeit jetzt hier schon am Vergehen ist, Mann? Ah, fuck, ich will die jetzt nicht verbrennen. Ey, komm, einmal noch. Da hinten ist eine Uhr, seht ihr das? 16.25 Uhr. Stell dir vor, sind die einfach verbrannt. Jetzt sollte das passen. Das sieht doch gut aus, oder? Die Eier müssen jetzt fertig sein. Ja. Jetzt sind sie fertig. Aber davor waren sie sonst nicht so richtig gut durch, würde ich sagen. So. Wie das aussah, sieht ja mehr aus wie Spiegeleier und keine Rühreier. Ja, sieht ja sehr appetitlich aus, oder Leute? Findet ihr nicht? Egal, wenigstens der hat was zu essen gemacht. Das ist korrekt von ihm. Ich hoffe, steht ihr da nackt. Oh la la, hello! Ich habe mir mal ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Ja, als ob dir der so passen würde. Hey, das sieht fast genießbar aus. Notizbuch. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Stimmt. Das ist eine gute Idee, Alter. Das ist eine gute Idee, Mann. Aber ob der Typ auch Origamis gekauft hat, das weiß man natürlich nicht, ne? Muss ja nicht sein, aber vielleicht hat er es doch selbst beigebracht. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Warum fängt er auf einmal an, so skeptisch der Name ist hier drin. Zu reden? Los, wir finden ihn. Jetzt. Tü-tü. Richtiges CSI, den Tätern auf der Spur. Jetzt kommt so ein Ausschnitt, ballert er die gerade. Wo ist denn die Stimme? Hat sie es geschafft? Oh, man weiß es nicht, Leute. Wir machen auf jeden Fall weiter hier. An dieser Stelle beim nächsten Mal. Ich werde die Folge heute nicht zu lange halten, denn es kam ja gestern schon Heavy Rain. Aber auf jeden Fall, ja, es war eine krasse Folge. Wir wären fast gestorben mit dem einen Polizisten, der mit der Brille.
Da haben wir Glück gehabt, dass wir da so schnell rausgekommen sind aus dem Wagen, Alter. Weil es hätte auch sein können, dass wir vielleicht nicht überlebt hätten, die Stelle. Das muss man sagen. Weil der Typ wollte uns ja in diesen Schrottdingens da reinpacken, weil der einen zermatscht. Aber ja, nehmen wir einfach auf jeden Fall das nächste Mal weiter. Und ich denke mal, der Polizist und die junge Dame, die werden jetzt beide zu diesem Blue Lagoon gehen. Ich weiß nicht, ob die zur selben Zeit hingehen, aber am Ende der letzten Folge hat sie ja gesagt, Blue Lagoon hat diese Karte gesehen. Und der eine Matt Max da, der Typ, der hat ja auch gesagt, irgendwas von Blue Lagoon. Und ja, der Cop hat aber ein bisschen skeptisch geredet gerade, Mann. Also der Kommissar. Am Ende meinte er, warten Sie. Das ist eine Theorie, der hat schon so ein bisschen skeptisch geredet. Vielleicht ist er da auch mit rein verwickelt. Man weiß es nicht, Leute. Wir lassen uns da einfach überraschen. Tut mir den Gefallen, liest bitte keine Kommentare. Ich werde es auch nicht mehr machen, solange das Spiel nicht vorbei ist. Das heißt, ich kann mir gar keine Kommentare nicht mehr auf viel FIFA richtig durchlesen, außer die ganz oben stehen. Es sei denn, ihr liked die Kommentare hoch. Ey, der Origami-Killer ist der und der. Ja, zum Glück wurde ich noch nicht gespoilert, Alter. Und ich will es auf keinen Fall werden, Alter. Ihr solltet auch aufpassen, dass ihr keine Kommentare mehr liest. Und ja, Leute, damit bin ich raus. Euer Öni verabschiedet sich. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. WWE kommt morgen. Haut rein, macht's gut. Und tschüss. Vorhin kam noch Walking Dead.